Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf dem Kanal Robby Dubasida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So mein Anspruch. Ich bin Klaus von der älteren Generation und der Babyboomer und auf dem Weg ins OnLife. Und das ist das Programm dieses Kanals, des Hauptpunktes dieses Kanals. Ich berichte in diesem Vlog ja über Gesundheit, über Ernährung, über Diät, über mein Online-Leben und vor allen Dingen auch über Gaming, was ich so tue, mache Unpackings und mache auch so Geschichten, die mich da gerade interessieren oder bewegen. Heute gibt es wieder 6 Punkte. Heute geht es wieder um OnLife, also erstens, zweitens Gesundheit, drittens Diät, viertens Lektüre, fünftens schauen wir mal. Ja, also gestern habe ich nur 3 Videos geschafft, weil ich den ganzen Tag noch damit verbracht habe, da die restlichen Videos des Vortages noch hochzuladen. Damit war ich bis 24 Uhr beschäftigt und eigentlich noch die ganze Nacht heute auch noch. Und jetzt brauche ich noch ein paar Stunden, bis ich das Programm von gestern hochgeladen bekomme. Und dann kann ich jetzt das Programm von heute hochladen. Also man sieht, ich brauche unbedingt eine neue Leitung. Und die ist da bestellt, die wird jetzt bald kommen. Was jetzt in welcher Reihenfolge abläuft, weiß ich noch nicht. Ob da ein Paket kommt oder nicht. Aber die Firma wird sich ja melden. Damit wird man noch eine Weile warten müssen. Wann die neue Leitung hier sein wird, kann ich nicht abschätzen. Ich schätze mal so, vielleicht bis zum 26. Vielleicht. Also bis dahin sollte die Leitung vielleicht hier sein. Ja, die zweite Sache ist auch noch unklar, wann jetzt meine Überweisung für PayPal da bei PayPal eintrifft. Wie lange also die Deutsche Bank braucht, um das zu registrieren. Oder die Sparkasse oder wer auch immer. Und dann kann ich den Chromecast kaufen oder könnte ihn kaufen. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich mit diesem Chromecast machen kann. Ich habe also ein Tablet und ich habe einen Fernseher und und ich habe ein WLAN, aber was jetzt genau dieser ganze kann mit dem Chromecast jetzt irgendwie den Inhalt vom Tablet auf den Fernseher so streamen oder also ist mir nicht so richtig klar. Also ich weiß zwar, dass ich irgendwie dann mein Fernseher mit Smart-Kompatibilität da ausstatte. Aber ob ich jetzt zum Beispiel ein Spiel auf dem Fernseher spielen kann oder dann mir irgendwas anschauen. Ja, ich sag mal, ich kann mir gar nichts anschauen, weil ich gar nicht gar nichts habe zum Anschauen. Also zum Beispiel YouTube, weiß ich nicht, ob ich dann die YouTube-Filme auf runtergestreamt bekomme und wie das denn dann läuft. Also die werden erstmal auf mein Tablet runtergestreamt und dann vom Tablet nach Chromecast und von Chromecast dann in den Fernseher oder wie? Oder umgekehrt?
kann ich vom Krummkast quasi auf die Schnittstelle hier zugreifen, des Fernsehens, die USB-Schnittstelle. Wird man mal sehen, weiß ich jetzt nicht so genau. Gestern habe ich da schon ein Tutorial gesehen zum Thema Tricks und Tipps für Chromecast. Tja, muss ich mir diesen Sachen vertraut machen und einfach mal schlau machen, was man damit machen kann, um vor lauter Werbegeräte da nicht in falsche Erwartungshaltungen zu kommen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal die Produktbeschreibung nochmal durchlesen, was das Gerät eigentlich kann oder was die versprechen. Also vor lauter Werbung und großen Fotos und so bekomme ich keine so richtig mit, was eigentlich jetzt konkret die Spezifikation der Leistung ist, die sie erbringen. Also ich weiß, dass ich da irgendwie so eine App brauche und mit der App dann den Chromecast steuern kann. Vielleicht sollte ich erstmal die App mir herunterladen und dann mal schauen, was man damit machen kann. Ja, heute, jetzt haben wir gleich 10 nach 9, am frühen Morgen. Heute ist also der 6.5.2019 und ich bin früh auf heute. Ja, mit den Beinen geht es heute wieder ein bisschen schlechter. Zwar immer noch gut, aber nicht so gut wie gestern. Oder geht es besser? Ja, sind das Bewertungen oder ist es ein objektiver Tatbestand? Weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls, das Smoothie habe ich schon mal gemacht. Und der ist Bestandteil des dritten Diättages in der 13. Diätwoche oder die erste Woche im zweiten Zyklus. Ja. Ja, im zweiten Zyklus hoffe ich, dass ich dann die 85er Grenze unterschreite und dann kommt der dritte Zyklus. Und dass ich in die Nähe des 85er Grenze komme. Das wäre dann wieder 3 Kilo. 4 Kilo. Da könnte ich vielleicht sogar schon eher hinkommen. Ja, schauen wir einfach mal, was die Waage dann sagen wird. 85 und dann geht es 80 und dann auf 75 vielleicht. Das wäre natürlich traumhaft, wenn es mir das gelingen würde, in diesem Jahr noch zu realisieren, zwei enorme Gewichtsgrenzen, zwei Meilensteine zu schaffen. Also die 90er Grenze zu unterscheiden und die 80er Grenze zu unterscheiden. Das habe ich überhaupt noch nie gehabt und geschafft. Ja. Thema Nummer 3. Lektüre. Ja, Lektüre liegt momentan nichts an. Ich habe im Handbuch noch zu lesen. Ich habe also gestern auch im Handbuch gelesen, und zwar zu meinem Speed Plus, den ich jetzt bekommen soll, also zu
zu dem 7530. Da habe ich die 100 Seiten dann nochmal so überflogen. Tja, da steht jetzt noch der zweite Teil an, die zweiten 200 Seiten. Ja, was ich gestern erfahren habe, ist also, dass ich damit eine Steckdose steuern kann und ich kann ein Heizungsventil steuern. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Die wollen dafür allein schon 39 und 49 Euro haben. Und ich habe die Sachen ja. Welchen Vorteil hat das jetzt, dass ich das jetzt per Online einschalten kann oder auch nicht? Und dass ich per Online messen kann? Ja, interessant finde ich, dass man auf diese Weise den CO2-Verbrauch ermitteln kann. Und ich weiß nämlich gar nicht, wie hoch mein CO2-Verbrauch ist. Bei aller Welt redet ja von CO2 und Thema Klimaerwärmung. Ja, dann hatte ich ja zum Thema Europa da schon einiges gemacht. Und gestern habe ich mir zum ersten Mal ein Parteiprogramm, eine Wahlkampfveranstaltung angeschaut im Internet. Und zwar von der Partei. Die Partei, das ist eine satirische Partei. Mit dem Sonneborn und dem zweiten Kandidaten. Die also eine Zwei-Mann-Partei quasi. Und die haben eine sehr witzige Parteiauftaktveranstaltung da gemacht und auch ins Internet gesetzt. Eine Partei, die nicht ernst zu nehmen ist, aber die bei ernsten Sachen, so hoffe ich, dann zumindest richtig stimmen wird, die sich von dem rechten Lager distanziert. Und ja, also da tendiert ein Teil von mir hin und der andere Teil, der liegt natürlich bei der traditionellen Partei, die ich sonst immer wähle. Ja. Ja, das war es auch schon. Jetzt habe ich mein Programm für heute durch, glaube ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sag mal Tschüss.